Und damit herzlich willkommen zum nächsten Kampf des CPP des Kalyptus Pokeplaza. Im letzten Match haben wir gegen Christopher gewonnen im 16. Finale und sind damit unter die Besten. Wobei, war es 16? Ja, es war 16. Und sind damit unter die Top 16 auch gekommen. So, jetzt allerdings spielen wir im Achtelfinale gegen Mindtube. Das ist nämlich der Felix gegen Mindtube. So, als wir das erfahren haben, dachten wir auch schon so, oh kacke. Mein Ziel war es eigentlich, unter die Top 8 zu kommen. Und jetzt gegen Mindtube, der natürlich ein sehr guter Spieler ist, wird das schwierig, weil nicht viele werden wahrscheinlich glauben, dass ich dieses Match irgendwie gewinnen kann. Und wir sehen auch, er hat einen Zygarde und Zygarde baut ziemlich viel Druck auf, wenn es einen Drachentanz rausbekommt. Zu meinem Team habe ich schon alles gesagt. Ich werde es auch hier wieder in der Beschreibung oder in den Kommentaren verlinken, und damit ihr sehen könnt, was für Sets genau ich gespielt habe. Und wir sehen bei meinem Team einen Zapdos, einen Heatran, einen Zygarde, einen Magearna, einen Kapokime und ein Mega Meditalis. So, Mega Meditalis ist so das tolle Pokémon. Es kommt rein und du kannst irgendwas sacken. Überleg dir, was du sackst, dann holst du irgendwas rein, was das Ding killt. Dann wechselt er aus und im Normalfall tradet man so immer hin und her ein Pokémon und wer dann halt am Ende noch eins übrig hat, gewinnt. Allerdings, so, ja, ist schwierig. Ist sehr, sehr schwierig. Deswegen, ich glaube, wir müssen gar nicht großartig anfangen. Ich habe hier mit Quaiutsu geleadet und er mit Zapdos. Und ich würde sagen, wir fangen auch einfach straight mal an. Im Achtelfinale. Mit wunderbarer Musik. Ich glaube, die habe ich nicht ausgewählt. So, wir spielen gegen Felix. So, wie gesagt, er leadet mit Zapdos, ich leade mit Ash Quaiutsu. An dieser Stelle war noch nicht bekannt, was ich für ein Quaiutsu spiele, weil den vorherigen Kampf niemand gesehen hat. Der war halt offscreen gemacht. So, und an der Stelle, ich habe zwar den Erzwinger gesehen, das heißt, ich kann keine Paralyse riskieren. Ich bin aber trotzdem straight ausgewechselt, weil ich eben nicht zeigen wollte, was ich für ein Quaiutsu bin. So, ich gehe auch in Tangolos, ich habe einfach einen relativ guten Switch hin dagegen. Er wechselt auch aus, weil er tatsächlich Angst hatte vor dem Life Orb Eisstrahl von Protein Quaiutsu. Der hätte nämlich ordentlich Schaden gemacht. Er geht ja auch in Magearna und an der Stelle bin ich dann auch mal in, also wir kannten jeweils das Team des anderen nicht, weil noch keiner auf der Leinwand gespielt hat. So, an der Stelle bin ich dann auch safe mal aufs Erdbeben gegangen, weil ich dachte, okay, vielleicht versucht er jetzt gleich mal mit Magearna zu setupen, warum auch immer. Die Angst war einfach da, Magearna ist gefährlich. Er geht ja auch auf den Ladungsstoß, macht keinen Schaden damit quasi, aber er kriegt die Para. Der Speed ist mir egal, ich bin so oder so komplett minus Speed, ich bin minus Speed, keine DVs eben für Bizarro-Raum Magearna. Und ja, das heißt, die Paralyse stört mich nicht, solange ich durchkomme. Er geht ja auch auf die Hitzewelle und wir sehen, es macht halt trotzdem nicht so viel Schaden. Und hier kriege ich dann auch schon mal die Para, was ein bisschen ärgerlich ist. Ich weiß gar nicht, auf welchen Move gegangen bin. Ich glaube, ich bin auf Matschbombe tatsächlich gegangen. So, an der Stelle wechsle ich dann aus den Hitzi-Spritze, weil ich dachte, okay, vielleicht kommt hier nochmal eine Heatwave, dann ist mein Lavasturm stärker. Aber er geht auf HP. Eis. Da war ich kurz, dachte, oh scheiße, hat er die HP-Boden und hat mein Heat schon predicted und war das ziemlich krass. Aber ich kann natürlich den Schaden von der HP Ice, er hat Lando predicted und kann da wieder ein bisschen hochhalten. Und er ist auch leider schneller als ich, was ich ein bisschen schade fand. Das heißt, er hat zumindest so viel Speed, um Heatran zu outspeeden. Macht mir ungefähr 25% und ich setze einen Sub auf. Jetzt die Frage, war das gerade Max Damage? Und kann ich jetzt vielleicht den nächsten Ladungsstoß so tanken, dass der Sub nicht bricht? Jedenfalls geht er hier auf den Ladungsstoß nochmal. Und wir sehen auch, der Delegator bricht leider, was ein bisschen schade ist. Ich gehe jetzt auch auf den Lavasturm, um Schaden zu machen und vor allem um Zapdos zu trappen, weil Zapdos ist ein bisschen gefährlich. Das möchte ich eigentlich weg haben. Wir machen sehr guten Schaden. Also wir können auch wieder ein bisschen was mit den Leftovers heilen. Und solange er mit Ladungsschuss nicht die Para auf Heatran bekommt, ist noch alles ganz okay. Der Magmasturm macht hier auch wieder ein bisschen mehr Schaden. So, jetzt geht er auf den Ruheort. Das hätte ich natürlich jetzt predicten können und auf die Erdkräfte gehen können. Allerdings bin ich hier auf nochmal Lavasturm gegangen, der jetzt auch daneben geht. Ärgerlich, ärgerlich. Hätte ihn zumindest wieder ein bisschen mehr Schaden gemacht. So, er kriegt wieder durch den Lavasturm ein bisschen Schaden. Und er kann natürlich nicht auswechseln. Er ist getrappt. Deswegen geht er jetzt nochmal auf einen Ladungsstoß, möchte natürlich auch die Para haben und es ist halt auch der beste Move, den er gegen Heatran klicken kann. Kriegt zum Glück nicht die Para und ich gehe hier auf den Toxin. Und jetzt kann er halt sich nicht mehr hochhusten. Das würde nichts bringen. Das heißt, er muss jetzt gucken, dass er Heatran down bekommt. Ich kann wieder ein bisschen was mit den Leftovers recovern. So, und da ich wusste, okay,
Er muss im Prinzip jetzt weiterhin auf Dings gehen, auf den Ladungsstoß. Er kriegt jetzt natürlich durch das Gift und durch Magma Storm immer sehr guten Schaden, ne? Und ich wollte mir Hitzig Spritze auf jeden Fall auch noch aufbewahren, da er eben noch einen Magierner hat. Wechsle ich hier aus und gebe wieder den Spinudi. Was natürlich mit der Belebekraft auch wieder einiges recovered hat. Er geht wieder auf den Ladungsstoß und der wird halt wieder nicht wirklich viel Schaden machen. Das speziell defensives Tangolos mit der Assault Vest ist einfach sehr gut gegen. Und er geht halt weiter down am Gift, was wunderbar ist. Er ruft jetzt auch zurück und geht in Sully. Sully ist sein Meditalis. Ich bin aufs Erdbeben gegangen, weil ich mir tatsächlich dachte, okay, eigentlich kann ich ihm nicht viel machen. Er wird jetzt vielleicht nochmal roosten und ich gehe aufs Erdbeben und kriege damit schon mal ganz guten Chip-Damage auf Meditalis drauf. So, jetzt mit Meditalis. So, okay. Er megert sich natürlich. Und jetzt ist die Frage, was hole ich rein, was sack ich? Er geht hier auf den Ice Heap, wollte nicht den Turmkick missriskieren und wir sehen nämlich auch, der Ice Heap reicht nicht aus. Ein Turmkick hätte an der Stelle ausgereicht. Das war ein Missplay von Mindtube. Er hätte auf Turmkick gehen sollen, denn ich mache ihm mit so viel Schaden, dass schon die Dings reichen werden. Die Wasserschuriken von Quaiutsu. So, die er noch nie wusste, die ich habe. Er weiß ja nicht, was von Quaiutsu-Set ich habe. Ich gehe auch nochmal in Heat Train, weil ich mir Tangolos unbedingt noch aufbewahren wollte für Kapokime. Geht ja auch nochmal auf den Ice Heap. Der freeze zum Glück nicht. Und ich kann wieder ein bisschen was mit den Leftovers riskieren. Nämlich an der Stelle habe ich jetzt einen riskanten Play gemacht. Ich wollte hier quasi meinen Heatran traden. Er geht auf den Turmkick und der misst. Und der Miss war sehr, sehr ärgerlich. Denn an der Stelle habe ich jetzt tatsächlich den einzigen richtigen Play gemacht und bin auf Sub gegangen. War eine schöne Situation. Die Leute, es ist richtig lustig, wenn Leute im Hintergrund jubeln. Ich musste hier tatsächlich, es hätte für mich keinen anderen Sinn gegeben, jetzt nicht auf Delegato zu klicken, wenn ich schon auf den Miss von Turmkick hoffe. Und er kam halt wirklich. Und ihr müsst euch bedenken, da ist jetzt ein Meditalis quasi an Heat schon draufgegangen. Ich bin noch hinter einem Sub. Er geht jetzt wieder auf Ladungsstoß, um den Sub zu brechen. Und wenn jetzt mein Lavasturm trifft, dann hat Heatran hier zwei Mons von Mindtube rausgenommen. Da kommt auch ein Lavasturm und der trifft auch und das wird ausreichen. Und obwohl Heatran hätte sterben sollen, hat es hier zwei Mons rausgenommen. Nochmal mit dem Crit, der hat jetzt allerdings nicht gemattert, das wäre eh draufgegangen. Aber der High Jump Kick Miss war richtig, richtig mies. So, er geht jetzt an der Stelle auch in Zygarde. Und Zygarde ist halt einfach ein Problem. Klar, ich kann jetzt Toxic klicken oder so. Das habe ich aber nicht gemacht, denn ich bin tatsächlich einmal in Lando gegangen, weil ich dachte, okay, selbst wenn er jetzt D-Dance klickt, ich habe eine HP Ice, die two-hitted, und bei plus 1, was er dann, plus 0, kann er mir halt nicht viel Schaden machen. Wir kriegen auch einen Bedroher raus und er geht ja auch auf die 1000 Pfeile. Er wollte Heatran safe rauskriegen. Und wir sehen, physisch-defensiv, das macht halt einfach nicht viel Schaden. Und an der Stelle habe ich jetzt auch nochmal was riskiert. Denn klar, ich hätte HP Ice klicken können. Er D-Danced. Und Zygarde mit dem D-Dance ist unfassbar gefährlich. Denn ich gehe hier auf Kehrtwende. Nicht auf HP Ice. Macht damit ein bisschen Schaden, der auch nochmal gecrittet hat. Der aber nicht wirklich gemattert hat. Und ich gehe hier in Erdramon, das ist mein Latios. Ich bin Scarf. Und ich war am Struggeln. Geht jetzt in Magiernad und Kapukime. Er bleibt drin und ich bin safe geblieben, weil ich mir dachte, wenn ich jetzt nicht safe bleibe, verliere ich gegen Zygarde. Und gehe hier auf einen Draco Meteor. Er bleibt zum Glück drin. Und ich kann dieses Ding nochmal mit dem Crit rausnehmen, der aber auch nicht gemattert hat. Ich musste es einfach tun, sonst hätte ich dieses Zygarde nicht rausbekommen. Er hat auch nach dem Kampf gesagt, er dachte schon, dass ich Scarf bin, aber er dachte auch, also, dass ich Scarf Latios bin, hat ihn da doch irgendwie ein bisschen überrascht. Er kann jetzt natürlich in Heatran gehen. Ich habe eigentlich fest damit gerechnet, dass er in Kapokime oder in Magirna geht, vor allem mit Magirna Setup betreibt. Aber er geht in Heatran, weil er die Tarnsterne rausholen wollte. Und an der Stelle weiß ich jetzt nicht, wie die Speedwerte bei ihm liegen. Ich bin Full Speed Heatran. Und ich habe ja auch die Erdkräfte drauf, auf die ich jetzt auch gehe. Er bleibt drin. Und jetzt die Frage, reichen die Erdkräfte aus? Ja, die Erdkräfte reichen auch aus, um Heatran zu killen. Und es sieht sehr, sehr gut für mich aus. Es sieht unfassbar gut für mich aus. Ich kann wieder nämlich ein bisschen was mit den Leftovers recovern. Und er geht jetzt in sein Magirna, wo ich mir so dachte, okay, jetzt ist das Ding, ich muss auf Lavasturm gehen, ich muss diesem Ding Schaden drücken. Wir gehen hier auch auf Lavasturm und wir sehen auch vom Schaden her, das sieht nach einem Assault Vest Magirna aus. Können ihn jetzt natürlich ein bisschen nochmal trappen. Er geht allerdings hier auf den Voltwechsel. Den wiederum können wir tanken. Und so behalten wir quasi unser Heatran. Und ich habe auch schon gesehen, dass ich schneller bin.
Er geht jetzt hier in Kapukime. Und er hat nur noch Kapukime und Magirna. Heatron ist raus, Zapdos ist raus, Meditalis ist raus und Seigal ist raus. Jetzt kommt ja auch der Nebelerzeuger. Ich kann wieder ein bisschen was mit den Leftovers hochreihen. So. Ich gehe jetzt an der Stelle auch raus. Denn Heatran wollte ich mir nochmal aufbewahren für Magirna. Ich weiß, dass es Assault Vest ist, es hat kein Setup, damit kann ich vielleicht nochmal was machen und gehe hier in Spinudi. Denn Kapukime kann Spinudi einfach nichts machen und ich kann mich dann gegenheilen mit dem Gigasauger. Er macht mir auch guten Schaden, allerdings tanke ich das halt. Er geht hier nochmal auf den Moonblast, den sollte ich aber auch nochmal tanken können und kann mich dann mit dem Gigasauger wieder so hochheilen. Allerdings kriegt er hier den Spätzangriffsdrop, wodurch der Gigasauger natürlich weniger Schaden macht. Ich kann mich dann nicht mehr wirklich so gut hochheilen. Und ja, das heißt, ich werde die nächste Mondgewalt nicht tanken können. Das Ding ist allerdings, dass ich einmal huste. Ich möchte mir dann Tangulos doch mal aufbewahren, denn falls da jetzt irgendwas schief laufen sollte, warum einfach sacken und er kriegt nochmal Leftovers, wenn ich mir das Ding auch nochmal bewahren kann und dann später nochmal auf Gigasauger klicken kann oder Erdbeben gegen Magirna. Macht ja auch passablen Schaden. Er geht hier nämlich auf den Moonblast und er macht halt gegen mein eigenes Magirna keinen Schaden. Und ich kann mich mit Leftovers auch wieder ein bisschen gegenheilen. Und an der Stelle dachte ich mir so, okay, Assault Vest Magirna sollte ich an der Stelle eigentlich mit Donnerblitz tooten können. Genauso wie Kapukime. Deswegen gehe ich jetzt einmal auf Gedankengut. Ich weiß, dass ich schneller bin. Er sollte nicht Full Speed sein, um dann vor Höhner zu klicken. Deswegen gehe ich hier einmal auf den Core Mind mit Magirna. Kann mich dadurch setupen. Und ich dachte auch schon so, dass hier der Naturzorn kommt, um natürlich Magirnas KP zu halbieren. Macht auch passablen Schaden. Ich kann mich allerdings wieder mit den Leftovers ein bisschen gegenheilen. Ich dachte an der Stelle auch, okay, entweder kommt jetzt ein Surfer oder nochmal Naturzorn. An der Stelle wird aber Donnerblitz definitiv tooten, deswegen klicke ich jetzt auf Donnerblitz, um dann bei plus 2 zu sein. Nebelfeld ist jetzt auch weg. Das heißt, potenziell kann man hier den Donnerblitz-Para bekommen. Gehe auf den Donnerblitz und es macht auch sehr guten Schaden bei plus 1, ist halt ein Two-Hit. Stimmt, und ich habe gerade vorher Kacke gelabert. Denn bei plus 2 kann Magirna eigentlich sein Magirna auch Two-Hitten. Und eine Attacke müsste ich eigentlich auch tanken können, vor allem, dass ich jetzt nochmal Leftovers bekomme. Da ich jetzt mit dem Donnerblitz gleich Kapukime rausnehmen werde. Und, Moment. So, da kommt hier jetzt auch der Donnerblitz gegen Kapukime. Und nimmt jetzt Kapukime auch raus. Durch Seelenherz gehe ich jetzt plus 2. Und an der Stelle, ich habe noch 6 Pokémon. Mein Tube hat nur noch sein angekratztes Offensivfesten Magirna. Das sieht nicht gut aus. Muss man sagen. Denn er kann mich vor allem mit der Lichtkanone, wenn er sie drauf hat, auch nicht one-hitten. Und es kommt jetzt auch Magirna rein. Und ich gehe auf den Donnerblitz. Donnerblitz kommt und wir sehen jetzt auch vom Schaden bei plus 2. Knapp. Die Frage, ob das jetzt ausreichen wird, ist fraglich. Deswegen ist an der Stelle, könnte ich jetzt einfach auswechseln in Heatran, die Lichtkanone abfangen und könnte dann nochmal Lavasturm klicken und hätte dann gewonnen. Allerdings dachte ich mir an der Stelle, komm, ich bin kein, warum soll ich auf 6-0 spielen? Das ist kein Best of 3 oder so, wo das irgendwie, oder keine Two Matches, wo das mattern sollte mit Hin- und Rückrunde. Deswegen lasse ich an der Stelle tatsächlich einfach mal in Magirna down gehen, um einfach definitiv einen safen Switch zu bekommen. Und ich kann mich jetzt entscheiden, wer den letzten Kill bekommt. Und an der Stelle dachte ich auch so, okay, Hitzi Spritzi, du hast den Turmkick abgewehrt und damit das Match in eine Richtung geleitet, die für mich positiv ist. Du bekommst hier jetzt mit den Erdkräften den letzten Kill und damit gewinnen wir 5:0 gegen Mindtube, was allein der Turmkick-Miss war, unfassbar ärgerlich für ihn. Natürlich schön für mich, schlecht gespielt habe ich nicht, aber ich glaube an der Stelle kann man auch wirklich sagen, dass Mindtube dann nicht wirklich so gut gespielt hat. Seigard einfach in einem Latios drin zu lassen, was relativ obvious war, dass es Dings ist, Scarf. Er hätte mit Kapukime einen relativ guten Safe-Switch gehabt oder so. Aber für mich freut's, ich bin damit unter den Top 8 und habe damit auch schon mal mein Ziel erreicht. Ich bin auf jeden Fall mit meiner Leistung bisher zufrieden. Nächste Runde ist dann das Viertelfinale. Es wird's langsam echt hier, wird's spannend. Gegen wen wir da spielen werden, werden wir dann nächstes Mal sehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet Spaß dabei und man sieht sich beim nächsten Video. Bis dann und ciao.